Herzlich willkommen zur nächsten Folge Hofberg. Meine, es ist wieder soweit. Wir produzieren frische Folgen. Am Samstag, den 23. September. Ja, es ist ja soweit. Wir produzieren neue Folgen. Es ist einiges passiert. Wir haben ein oder zwei Kleinigkeiten, habe ich offscreen erledigt. Dazu war jetzt gleich ein bisschen mehr. Ich werde euch jetzt gleich kurz ein paar Kleinigkeiten zeigen. Wir werden jetzt kurz noch Gülle zum Gülle-Separator bringen. Und dann werde ich euch so ein paar Kleinigkeiten erzählen, jetzt was ich so in der Zeit gemacht habe. An einer Kleinigkeit fahren wir jetzt gleich dran vorbei. Oh. Warte, mein Lenkrad ist nicht festgeschraubt. Wir haben jetzt hier, oder ich habe in der Zeit, habe ich ein bisschen weitergespielt. Da ist es nur mal so gewesen, dass ich, glaube ich, auch einen Tag vorgespult habe. Da waren hier die Milchkannen voll, da steht schon wieder eine, die habe ich abgeholt. Die stehen aktuell am Hof. Die werde ich euch gleich zeigen. Dann werden wir jetzt hier mal kurz gucken, was hier jetzt alles so ist. Ja, ich habe ein bisschen Transportarbeiten erledigt. Das sehen wir jetzt gleich im Kompostmaster. Den werde ich euch jetzt gleich zeigen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Da haben wir ein bisschen 40, 26. Das sieht dann auch ganz gut aus. Da werden wir mal kurz leer, so, da haben wir ja, da habe ich jetzt ein bisschen Erde geholt. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Die habe ich dann schon mal in den Kompostmaster reingekippt und einfach schon mal in einfach da so hingekippt, was ich da so hatte. Das werde ich euch jetzt zeigen. Das heißt, wir werden jetzt erst wieder zum Hof fahren. Ne, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mal gucken, wie teuer das Feld eigentlich ist. Weil es doch ein extrem großes Feld ist. 1,2 Millionen Euro. Haben wir aktuell nicht über. Aber auch nicht schlimm. Ja. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe eigentlich nur ein bisschen Mutterboden hin und her gefahren. Ein bisschen bei den Kühen, glaube ich, nochmal nachgeguckt. Da ein bisschen sauber gemacht. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Wir haben diesen neuen Mod, oder ich habe, glaube ich, ein oder zwei neue Mods mit drauf. Das ist einmal der Ölwechsel-Mod. Habe ich jetzt gedacht, komm, dadurch, dass du das Spiel ja doch extrem viel. Dadurch, dass du das Spiel ja doch extrem viel spielst, habe ich mir gedacht, komm, schadet das garantiert nicht. Habe ich jetzt auch gemacht. Der ist mit dem Mod-Ordner. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis irgendwas passiert. Das wird wahrscheinlich bei uns relativ schnell gehen, weil ja doch unsere Fahrzeuge relativ oft im Dauereinsatz sind. Deswegen, also ich glaube, das wird doch relativ oft oder mal sehenswert sein, dass das passieren wird. Also jetzt fahre ich, stelle ich den mal kurz ab, weil wir den nicht mehr brauchen. Und ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was ich denn noch so gemacht habe. In der Zeit, ich glaube, ich habe ein bisschen Silage noch eingelagert. Ich habe ein, zwei Kurse neu gemacht oder anders gemacht. So, jetzt kommen wir endlich zur Hauptaktion. Ich habe ein Förderband. Ja, genau. Das Förderband ist eine neue Investition. Dann habe ich hier die Erde mal abgekippt, die ich noch geholt habe. Dann habe ich die Erde auch in den Kompostmaster gepackt, der hier steht. Der ist auch wieder leer, das heißt, den könnten wir mal befüllen. Wo kommt die Erde her? Das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Da waren wir auch schon mal, da gibt es auch einen Kurs hin. Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Wir fahren runter, da suchen. Ist die Tanke, kennt er ja. Und das ist dahinter. Das heißt, da vorne, da waren wir schon mal. Da habe ich jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Hier könnte man einen guten Lagerplatz noch rausbauen, denn wenn man da mal alles wegschippt. Gut, also hier lag Erde drin, die liegt jetzt aktuell oben am Kompostmaster, Teile auch schon im Kompostmaster, liegt hier noch Kies, müsste das sein. Das ist Kalk, den werden wir auch noch abholen, weil wir noch kalken werden. Das könnten wir eigentlich machen. Hier lag noch ein bisschen Kompost, das waren aber ein paar tausend nur, die habe ich auch mal mit hochgebracht. Die habe ich dann noch direkt ins Lager geschmissen. Alt, zurück, Lager. Na, kurz durchscrollen, sieht soweit ganz gut aus. Stroh haben wir. Silage habe ich. Einstreu und sowas halt hier alles. Ist eigentlich, sieht eigentlich soweit
ganz okay aus. Was ist das eigentlich? Butter, glaube ich. Oder irgendwas in der Richtung. Aktuell irgendwas, was gut Geld bringt? Schweinefutter. Da brauchen wir aber Kartoffelchen für. Aber, ja, das ist so das, was ich so gemacht habe. Genau, hier ist die Milch. Wie gesagt, die habe ich jetzt erst beim Anhänger. Da wollte ich mir noch was Geileres für holen. Kommt also irgendwann später. Dann habe ich hier mir das Teil noch gekauft. Das ist so ein Milchwagen, damit wir Butter produzieren können. Ist das fast voll? Glaube ich schon, oder? Ja, das Ding ist voll. Das heißt, das Fass kommt mit auf den Anhänger, das werden wir dann irgendwann verkaufen. Und dann hier müsste jetzt rein theoretisch gleich, wenn ich jetzt mal die Zeit kurz ein bisschen vorspulen lasse, müsste jetzt, genau, müsste jetzt hier wieder ein neues Butterfass anfangen. Das sehen wir hier auch. Butter im Fass 33%. Also das läuft auch. Das heißt, das habe ich auch gemacht, mich ein bisschen um die Tiere gekümmert. Ja, was werden wir jetzt in Angriff nehmen? Eigentlich müssten wir noch mal ein bisschen. Also grundsätzlich ist es so, für die Hofbergmann wird es ein Update geben. Die Hofbergmann Reloaded. Aktuell ist die noch nicht draußen. Ich werde aber auch mal den Modder anschreiben, ob man dich da vielleicht schon eine Version bekommen kann. Das, ich werde ihn einfach mal anschreiben. Zu verlieren habe ich nichts. Auf jeden Fall, wir werden auf die Hofbergmann Reloaded wechseln, wenn sie da ist. Wenn ich sie vorher bekomme, werden wir natürlich vorher schon wechseln. Da warten wir aktuell ab. Deswegen will ich eigentlich aktuell ganz gerne die Felder mal alle komplett ernten. Dafür brauche ich aber eigentlich. Hat denn der Klaas mehr PS oder der Unimog? Mal kurz gucken. Der hat 230. Der Unimog. Der Unimog hat mehrere PS. Da würde ich nämlich da jetzt einfach mal den Dings dran bauen. Anhänger, einfach nochmal ein bisschen das Mais ernten. Ich weiß nicht, ob wir das. Die Silage. Das Häckselgut schon so ins Lager packen können oder ob das erst siliert werden muss. Weil ich will nämlich eigentlich gucken, dass wir. Denn es ist relativ nah, dass die Karte relativ zeitnah erscheint. Deswegen will ich da jetzt gucken, ob. Oder habe ich nicht. Kann ich mir nicht mal eben einen Anhänger leihen? Kipper. Ein Tandem. Oder sowas. Was geht denn hier rein? 59? Der ist mir besser. Mieten. Das heißt, ich miete mir den mal kurz. Weil dann können wir nämlich das ernten. Ich möchte jetzt endlich relativ zügig anfangen, erstmal alles abzuernten. Weil es, ich will erstmal gucken, dass wir alles niederbraten. Damit wir das einmal alles schon, dass ich das schon mal im Lager habe. Falls ich jetzt doch die Version relativ zeitnah erhalten sollte. Ja, sicher, ich werde jetzt erstmal 7 Folgen aufnehmen. Mit der Zeit werden wir einige schaffen. Ich werde aber jetzt, wir werden wahrscheinlich heute noch viel Transportarbeiten erledigen, wie zum Beispiel jetzt noch eben das Mais abhäckseln. Das wird noch ein, zwei Folgen dauern. Dann würde ich gerne zumindest mal die Felder kalken, wenn wir schon mal direkt dabei sind. Dann können wir die auch direkt kalken. Das heißt, ich werde den Anhänger auch gleich noch benötigen, um das Kalk abzuholen. Das werde ich dann am Hof lagern. Oder ich muss mir noch irgendwas mieten, um den Kalk auszubringen. Da werde ich nochmal gucken. Also da werden wir dann jetzt volle Kanne anfangen. Ich weiß nicht, kann sein, dass der ja gleich ein bisschen schwimmen wird. Ob ich mir nicht noch ein Dings kaufe? Kann ich gar nicht da dran koppeln. Das ist jetzt etwas, oder? Doch, geht. Das geht. Weil er relativ weit hinten sitzt. Ich glaube, ich werde mir noch mal überlegen, ob ich mir nicht noch mal eben ein Gewicht kaufe. Gewicht, was ist denn so das Schwerste? Wie viele Tonnen? 2000? 2,4? Kaufen wir das? Ich weiß, ich hätte besser jetzt. Ich weiß, ich habe auch ganz den eins am Hof stehen, aber.
So, das heißt, wir werden jetzt erstmal zum Feld fahren und Mais ernten. Den Anhänger werden wir später wieder zurückbringen, wenn wir den nicht mehr brauchen, weil da geht jetzt noch relativ weit weg. Wir haben ja noch 16.000 über. Das heißt, aktuell stehen wir nicht ganz so gut im Konto, aber das ist auch erstmal egal. Weil unsere Lager ist ja noch extrem gefüllt sind. Ich werde auf der neuen Karte natürlich Fischstände übernehmen, soweit wie mir das möglich ist. Natürlich den Kuhbestand übernehmen. Ich werde Fahrzeugbestand 1 zu 1 wahrscheinlich übernehmen. Wahrscheinlich 1 zu 1. Felderbestand. Mal schauen, wie die Felder, ob da irgendwas Neues ist, weil auch ein paar neue Sachen geben wird. Ob ich die Felder 1 zu 1 übernehmen kann, weiß ich noch nicht. Ich werde es aber versuchen, relativ identisch zu übernehmen. Kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, ob sich von der Struktur der Karte irgendwas ändert, weil da neue Sachen hinzukommen. Es gibt einige neue Sachen auf der Karte. Und deswegen schadet es wahrscheinlich auch nicht, wenn wir jetzt ein paar Sachen einlagern und die mit auf die neue Karte übernehmen. Eigentlich könnte ich gleich mal überlegen, ob ich nicht gleich einfach mal eine Nachricht schon mal nach der Folge an den Modder schreibe, ob ich die Karte nicht bekomme. Hof Bergmann doch eine mit der. Ich weiß auch gar nicht, bei welcher Folge wir aktuell sind. Das muss ich auch mal nachgucken. Ihr wisst es, weil es dabei steht. Ich betitel immer wieder und vergesse es jedes Mal nachzuschauen oder zu behalten. Ach ja, typisch Marc. So. Jo. Er schwimmt immer noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo steht denn der? Ich schau da hinten. Habe ich für das Feld einen Kurs gehabt? 22, irgendwas mit F22. Ich hoffe, ich habe da einen gespeicherten Kurs. Samstag. Klappt das? Habe ich nicht drauf gedrückt? Gut, lief ja gut. Problem ist ja, da kommt echt ganz schön was runter. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, das wird. Es gibt doch aktuell kein Release-Datum für die Hof Beckmann, das eigentlich noch viel schlimmer ist. Hof Beckmann Reloaded. Aber könnte man sich darauf einstellen, dann wüsste man zumindest A. Ich habe noch 2 Wochen Zeit und kann zumindest diese Woche und nächste Woche noch vernünftig aufnehmen, ohne zu wissen, nächste Woche könnte man schon auf einer neuen Karte sein, so in etwa, oder morgen, theoretisch. Wäre ja möglich. Ich habe aber heute noch nicht nachgeguckt, ob es irgendwelche Neuerungen für die Karte gibt. Ich glaube, das werde ich nach der Folge mal kurz im Forum mal kurz nachschauen. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich einen Link zu Hof Bergmann Reloaded unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ich einfach mal Hof Bergmann Reloaded googeln, dann kriegt ihr ein, zwei Einträge. Ihr kriegt auch schon Videos darüber über die Karte. Da hat schon eine Dame ein Video drüber gemacht und die Karte gezeigt. In einer Stunde habe ich mir auch angeguckt. Sieht super nice aus. Also falls wir da dann irgendwie Kleinigkeiten machen können, dann ja, ich hoffe, dass ich die Karte halt auch bekomme. Wenn es geil wäre, wenn ich die schon vorzeitig bekomme, dann würde da halt da werde ich den Modder jetzt gleich nach der Folge mal anschauen. Die Folge ist fast ja vorbei, aber wir werden jetzt noch das eben in den Schnellsilierer packen und dann werde ich mal kurz raustappen und mir angucken, ob es schon Neuigkeiten zu der Karte gibt.
Vielleicht ist sie jetzt ja schon raus. Ich habe nämlich heute noch gar nicht nachgeguckt, wollte ich eigentlich gemacht haben. Habe ich aber vergessen. ja, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Ich habe es einfach vergessen, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich andere Sachen im Kopf habe. Weil wenn ich jetzt wirklich Karte wechsle, dann würde ich zumindest mal so weit vorspulen, dass alles einmal noch verkauft werden wird. Und was jetzt so in der Produktion hängt, zum Beispiel Mais oder Kühe und sowas. Naja. Da geht 50.000 rein. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Dame natürlich schön und wir sehen uns in der nächsten Folge Hofbergmann wieder. Bis dann. Danke. Ciao.